Erst schlüpfen, dann hüpfen. Ja. Hui. Oh nein, da kommt ein Gewitter. Und wir haben doch gerade erst angefangen. Das war ja klar. Wenn ich schon mal eingeladen bin, dann regnet's. Dann machen wir eben einen besonderen Ausflug ins Trockene. Ins Trockene? Ja, ich zeig euch, wo Willi und ich geschlüpft sind. Das passt doch haargenau zum Schlüpftag. Und da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Aber Maja, wir sind doch im Bienenstock geschlüpft. Und da dürfen Max, Ben und Rufus gar nicht rein. Das weißt du doch. Dann müssen wir sie reinschmuggeln. Das ist das Besondere. Es wird aufregend. Oi, oi, da wollte ich schon immer mal rein. Und wie sollen wir uns an den Wachen vorbeischleimen? Vor der neuen Tür stehen keine Wachen. Schade, dass diese Tür nur für die Königin ist. Es gibt eine neue Tür? Das ist es, Willi. Wir kommen bei der Königin vorbei, du grüner Schleim. Ich hab doch keine Knie, auf die ich fallen kann. Ja, aber scht, das brauchst du nicht. Sie macht ihren Mittagsschlaf. Scht. Oh. Fehlerfrei gebaut. Wo ist die Königin denn nun? Psst. Ben, warum lässt du Bali nicht draußen? Na hört mal, so eine Gelegenheit kriegt man nur einmal im Leben. Erst recht als Mistkugel. Bali, das ist sie. Oh nein. Nein. Es war schon immer Ballis Traum, dich mal zu treffen. Entschuldigung, mein Majestät, Traum. Wenn mein Bali dich geweckt hat. Ja, Majestät, sie schlafen tief und fest. Das ist alles nur ein Traum. Auch das noch, die Pingelbiene.